Sie hat Schornsteine gebaut, sie hat Melzerei- und Brauereianlagen hergestellt, sie war dabei weltweit führend, aber sie hat eben auch Krematoriumsöfen gebaut ab 1914 und ab 1939 Leichenverbrennungsöfen für die Konzentrationslager, die nur darauf ausgerichtet waren, möglichst viele Leichen wie Kadaver möglichst brennstoffschonend und schnell entsorgen zu können. Das Dokument, was mich eigentlich am stärksten beeindruckt hat und irritiert hat, ist eine schlichte Telefonnotiz vom Februar 1943. Schulze und Prüfer sind in Auschwitz und rufen hier in Erfurt an, beim Vorgesetzten Sander. Und da geht es darum, dass ein Gebläse für den Gaskeller schon längst hätte in Auschwitz sein sollen, quasi schon auf der Lieferliste stand und die Krematoren unter Hochdruck fertiggestellt werden sollen. Und dass da so simpel steht, Gebläse für den Gaskeller. Man ging also so mit dem Gasmord in Auschwitz um, als wäre das irgendwie sozusagen ein ganz normales Geschäft. Mich hat nachdenklich gemacht, wie man den Prozess der Massenvernichtung rein technisch betrachten kann. Wie ich noch effizientere Öfen, noch bessere Umluftanlagen, wie ich die Abläufe noch mehr optimieren kann und das einfach nur technisch beschreibe, frei von Emotionen. Das ist schon recht erschreckend. Das Schöne ist, dass diese Führung es zugelassen hat, dass wir ins Gespräch kommen. Dass es nicht eine reine Vorführung, ein Monolog eines Vortragenden war, sondern dass wir wirklich die Gelegenheit hatten an die verschiedenen Stationen. Wir haben ja den Sprung geschafft, thematisch dann ein bisschen zu Kinderarbeit und Bau von Bomben heutzutage. Und welche Parallelen kann ich zur heutigen Zeit ziehen? Das ist ja das eigentlich, worauf es ankommt. Die geschichtliche Betrachtung auf der einen, aber das, was nehme ich da mit und wie kann ich es heute betrachten? Was mich auch immer noch überrascht, ist, dass es bei jeder Führung eigentlich eine Aktualisierung von Seiten der Teilnehmerinnen stattfindet. Also, dass das von den Teilnehmerinnen selbst kommt. Ich finde es sehr wichtig, den einzelnen Teilnehmerinnen deutlich zu machen, dass jeder Mensch sich selbst entscheidet, das zu tun, was er tut. Und anhand des historischen Beispiels können wir ja zeigen, es gab Handlungsoptionen. Jeder hat in seinem alltäglichen Tun Handlungsoptionen und jeder entscheidet sich für das, was er tut. Was mich schon besonders reizt, ist eben, wie dünn sozusagen dieser Firnis ist der Zivilisation. Also, dass man sehr sensibel wird und auch die Sensibilität vielleicht hoffentlich fördern kann dafür, wie sozusagen, was sich so im Normalen verbergen kann. Der Erinnerungsort Topf und Schön ist wirklich eine wichtige Bereicherung in der Erfurter Bildungslandschaft, weil er diese zentrale Frage nach Ethik des Wirtschaftens, nach Verantwortung im Beruf
stellt vor einem, anhand eines historischen Themas, das gut erforscht ist und das sozusagen nicht verhandelbar ist, aber das uns dazu bringen kann, über uns selber nachzudenken. Und das ist das Spannende daran, ja, und das Wichtige.